Für wen ist er aber nicht geeignet? Der wollte er nicht laden, also 20 Kilometer sind sozusagen weg. Das Fahrzeug ist ja ein bisschen in die Jahre gekommen. Willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem, ja, Time to say goodbye Video zum Citroën C0. Denn heute ist der Tag, an dem wir unseren Skoda Citigo ausgeliefert bekommen. Das aber erst am Nachmittag. Und ich bin jetzt auf dem Weg. Ich habe noch ein paar Erledigungen heute zu machen und dachte mir, das ist vielleicht genau die richtige Gelegenheit, um euch mal ein kurzes Fazit zu geben zu diesem Citroën C0, den ich jetzt 4 Monate lang fahren durfte. An der Stelle herzliche Grüße gehen raus an Josef und herzlichen Dank, dass du uns diesen Wagen so lange zur Verfügung gestellt hast. Ich bin jetzt, beziehungsweise wir, muss man sagen, jetzt in den letzten 4 Monaten 3600 Kilometer mit dem Wagen gefahren. Der Wagen ist, das wisst ihr, das habe ich schon mal euch ein bisschen näher erklärt und ausführlicher dargestellt in der Videoreihe. Eine Woche mit dem Citroën C0. Hier, das sollte heißen, da verlinken wir mal die Serie, die wir da für euch gemacht haben. Inzwischen sind wir bei über 77.000, fast 77.500 Kilometern angekommen. Und was soll ich sagen? Also der Wagen, das merkt ihr ja selber, der fährt nach wie vor, ist in einem immer noch wirklich hervorragenden Zustand. Und ich habe ihn natürlich für die Rückgabe nochmal richtig schön sauber gemacht, das ist klar. Und ich wollte euch eigentlich in diesem Video eine Zusammenfassung geben, beziehungsweise mal eine Empfehlung geben. Für wen ist es denn eigentlich geeignet, sich so ein Fahrzeug zu kaufen? Denn das Angebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen, das ist ja noch nicht so riesig groß. Da gibt es natürlich, logischerweise gibt es da schon was, aber ist noch nicht so riesig groß. Und es gibt natürlich auch diese alten Drillinge hier, also sprich den Citroën, den Peugeot Ion und auch den sozusagen das Original, den Mitsubishi iMiV, den gibt es aber auch gebraucht und zwar durchaus schon zu ganz attraktiven Preisen. Aber es ist klar, das Fahrzeug ist ja ein bisschen in die Jahre gekommen. Der hier ist ja jetzt schon über 8,5 Jahre inzwischen alt und dieses Fahrzeug hat zum Beispiel keinen Typ 2 Anschluss, sondern einen Typ 1 Anschluss. Das ist aber an sich kein Problem. Dieser Wagen hat einen Schnellladeanschluss, allerdings keinen CCS, sondern einen CHAdeMO Anschluss, was vielleicht ein Problem werden könnte. Je nachdem, wie man den Wagen einsetzt oder einsetzen möchte. Was muss man denn zu diesem Fahrzeug eigentlich an Grunddaten wissen? Also er hat einen 16,5 Kilowattstunden Akku. Die Kapazität jetzt nach den 77.500 Kilometern ist um ungefähr 10-15% geringer. Das heißt, wenn man den Wagen volllädt, kommt man jetzt auf 130 Kilometer Reichweite, die er einen anzeigt. Ursprünglich 150, also 20 Kilometer sind sozusagen weg. Das merkt man im Alltag nicht unbedingt. Wie gesagt, es hängt ja mal ein bisschen davon ab, was ihr mit dem Fahrzeug machen wollt. Also wenn ihr ein Fahrzeug sucht, das wäre schon mal so der erste Punkt, den ihr am Tag so um die 60-80 Kilometer fahrt. Das gilt auch für den Winter. Dann seid ihr zumindest mit einer Ladung, also wenn ihr diese Reichweite mit einer Ladung braucht, dann seid ihr mit dem Fahrzeug schon mal auf der sicheren Seite, weil das schafft er ganz locker. Also das haben wir jetzt wirklich öfters mal gemacht, auch Touren, gar kein Problem. Was wäre noch wichtig zu wissen, wenn ihr euch für dieses Fahrzeug interessiert? Ihr solltet sicherlich eine eigene Lademöglichkeit haben, aus den genannten Gründen. Er lädt eben relativ langsam. Und Schnellladung mal eben irgendwo geht zwar, aber ist eben an CHAdeMO und so ein richtiger Ladeteufel ist er nun auch wieder nicht. Und von daher sollte man schon die Möglichkeit haben, ihn zu Hause zu laden zu können. Wenn ihr eine Ladebox habt, wenn ihr eine Wallbox habt mit einem festmontierten Typ 2 Kabel, dann braucht ihr einen Adapter. Den gibt es, den habe ich mir auch besorgt. Da ist dann eben Typ 1 auf Typ 2 oder Typ 2 auf Typ 1 ist dann drauf. Kostet ungefähr 150 Euro so ein Adapter und dann klappt das Laden auch ganz problemlos. Auch übrigens könnte so ein Adapter wichtig sein, wenn ihr den Wagen dann doch mal an öffentlichen AC-Ladestationen laden wollt oder müsst, an denen, das haben wir ja schon besprochen, in Zukunft es keine Buchsen mehr gibt, sondern festmontierte Kabel. Dann könnt ihr aber dort in Zukunft auch problemlos weiterladen. Ich habe
eine ganze Weile eine E-Box Smart von E.ON testen können bei mir zu Hause. An der wollte er nicht laden. Das hat nicht funktioniert. Es gab auch keine Möglichkeit, das entsprechend zu verändern. Das heißt also, da muss man ein bisschen aufpassen. An meiner Zeppi Wallbox lädt er völlig problemlos. Und ich hatte vorher noch eine ältere Wallbee. Da lädt er auch problemlos. Und am GoE-Charger, da lädt er an sich auch problemlos. Allerdings nicht, wenn man ein Zeitprogramm einprogrammiert hat. Das hat nicht funktioniert. Da hat die Ladung nicht starten wollen. Das ist wohl ein ähnliches Problem, was auch bei der E.ON Wallbox das Laden verhindert. GoE hat aber hier ein Update angekündigt, sodass das dann wohl demnächst auch wieder möglich sein wird. Also checkt vorher nach, ob der Wagen an eurer Wallbox lädt. Es hat ein bisschen was mit dem Ladeprotokoll zu tun, was hier installiert ist, damit ihr da keinen Schiffbruch erleidet. Selbstverständlich gibt es für den Wagen auch ein Schokoladekabel. Wenn ihr zu Hause also an Schokodose laden wollt oder müsst, dann ist das auch durchaus problemlos möglich. Von diesem Fahrzeug darf man keine Wunder erwarten, weder was die Fahrleistungen anbetrifft, noch was die Reichweiten anbetrifft, noch was den Fahrkomfort anbetrifft. Er ist nicht unkomfortabel. Er ist relativ weich gefedert. Ich bin da relativ leidenschaftslos. Ihr kennt mich, und anspruchslos. Also ich fühle mich in dem Wagen wohl. Was man dem Wagen definitiv zugute halten kann und muss, ist, dass er unheimlich übersichtlich ist. Man hat eine große Frontscheibe, man hat super Sicht auch nach hinten. Also das ist alles ganz, ganz toll. Das funktioniert prima. Und der Wagen ist halt echt ein Raumwunder, könnte man jetzt sagen. Das heißt, man kriegt hier eben einfach wirklich richtig was rein. Man kriegt Gartensäcke rein, man kriegt Material rein. Also wenn ihr den Wagen auch vielleicht als Handwerker oder als kleiner selbstständiger Handwerker, großer selbstständiger Handwerker, wie auch immer, so ein bisschen als rollende Werkstatt benutzen wollt, dann in dem Wagen kriegt man richtig was rein. Ich habe es ja damals in dem Video gezeigt. Man kann die Rücksitze komplett umlegen, so dass man eine ebene Ladefläche hat. Die Ladekante ist hoch, man hebt sich also keinen Bruch an diesem Fahrzeug. Also von daher ist das wirklich echt klasse. Und wenn man so ein Fahrzeug gebraucht kauft, dann hat er ja vielleicht auch schon mal so die eine oder andere Ecke, die ihm Charakter gibt und den einen oder anderen kleinen Kratzer, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so schlimm, wenn man irgendwo mit dem Werkzeugkasten oder mit irgendwas mal irgendwo gegenschrammt und eine kleine Ecke irgendwie Kunststoff sich da reinmacht. Ist auch nicht weiter, vielleicht dann auch nicht mehr so ganz so schlimm. Das ist ja schon ein alter Herr. Also von daher ist es sicherlich eine Idee dafür. Wie gesagt, man muss immer sehen, 5000 Euro ungefähr muss man für so ein Fahrzeug gebraucht hinlegen. Ist ja kein Neuwagen. Also wenn ihr irgendwo euch dort wiederfindet oder wenn ihr ein Fahrzeug haben wollt, mit dem ihr so eure kurzen, schnellen Fahrten irgendwie macht, dann ist der Wagen durchaus geeignet dafür. Ich meine, für so wenig Geld muss man erstmal ein Elektrofahrzeug irgendwo herkriegen. Super ist natürlich auch, das habe ich auch ganz viel gemacht, der Wagen ist ja auch irgendwo so eine Art rollender Stromspeicher. Das heißt also, hier könnt ihr also auch problemlos einfach mal Photovoltaikstrom in diesen Wagen reinladen. Ich habe das viel zu Hause gemacht mit der Zeppi Wallbox und das war auch toll. Also wenn man sagt, man hat so einen rollenden Speicher, mit dem man natürlich auch seine Fahrten machen kann. Bluetooth-Telefon im Auto funktioniert prima. Die Tonqualität ist nicht perfekt, aber man kann problemlos frei sprechen. Also das ist auch überhaupt kein Thema. Das geht. Ja, ansonsten hat man sowas Hypermodernes hier drin wie einen CD-Player, einen USB-Anschluss, über den man auch über einen Stick was abspielen kann. Ihr merkt, ja, es ist kein hypermodernes Auto, aber alles das, was man braucht. Das hat man, sogar den ein oder anderen Airbag, Sicherheitsgurt. Ein Viersitzer ist es, das sollte man vielleicht noch sagen. Also kein Fünfsitzer, es ist ein Viersitzer. Und so als Daily Driver definitiv geeignet. Für wen ist er aber nicht geeignet? Für Leute, die eben, wie gesagt, deutlich mehr als 60 Kilometer am Tag mit einer Ladung fahren müssen oder wollen. Wie gesagt, in Japan wurde er ursprünglich beworben mit 80 Kilometer Reichweite. Das fand ich ganz interessant, denn da war sozusagen dann der Winterbetrieb gleich mit eingerechnet. Natürlich kommt man im Sommer weiter als 60, 80. Man kommt locker 100, 110 Kilometer weit. Aber im Winter durch die fast nicht spürbare vorhandene Heizung, die sehr ineffizient ist, weil hier nichts isoliert ist, ist diese Reichweite schon deutlich eingeschränkt. Also wer weiter als, sagen wir mal, der deutlich weiter als 60, 80 Kilometer am Tag fahren muss mit einer Ladung, der sollte sich nach einem anderen Fahrzeug umgucken. Wer das absolute Hightech sucht, ist ja auch nicht drin. Wer die super Fahrleistungen haben will, eines, keine Ahnung was,
naja, ihr wisst, ist ja auch nicht drin. Da hat ungefähr so um die 70 kW, 60 kW, ich glaube 67 kW kann es sein. Also der geht schon ganz gut, ja, aber eben ist dann halt auch mal, ist halt kein Sportwagen. Und je schneller man fährt, desto schneller geht der Akku zur Neige, das ist klar. Für wen ist er auch nicht geeignet? Ja, für eine Urlaubsreise muss man eben viele Etappen einplanen. Wenn man schafft am Tag vielleicht, naja, 80 Kilometer, dann schnell laden, dann wieder 80 Kilometer schnell laden, könnt ihr euch ausrechnen. So eine Ladung dauert dann auch ein bisschen, weil er eben auch nur, wenn er sehr niedrigen Akkustand hat, dann auch mal die 40 kW am Schnelllader nimmt. Darüber hinaus wird es sehr zäh und ab 80 kann man eigentlich aufhören, weil dann ist es praktisch Schuko-Geschwindigkeit. Ich würde mal sagen, wenn man sich Zeit nimmt und damit klarkommt, dann kann man auch so Strecken, so wie Berlin-Ostsee, an einem Tag mit so einem Auto mal schaffen, wenn man das gut plant. Aber es ist halt kein Reisewagen. Das muss einem irgendwie auch wiederum klar sein. Ja, ansonsten denke ich, für alle, die irgendwie günstig in die E-Mobilität einsteigen wollen und nicht viel Geld ausgeben möchten oder können oder eben genau sowas suchen, so einen Daily Driver, mit dem man auch was transportieren kann und den ich ansonsten zu Hause als zusätzlichen Solarspeicher nutzen kann. Es sind ja immerhin 16 Kilowattstunden. Ja, warum nicht? Also ich glaube, da spricht nicht so wahnsinnig viel dagegen. Zuverlässig, ich habe eigentlich wirklich sehr, sehr positive eigene Erfahrungen mit dem Auto. Gerade was so den Akku angeht, da würde ich mir persönlich für die nächsten 70.000 Kilometer keine großen Gedanken machen. So, also ich hoffe, dieses kleine Fazit hilft euch vielleicht ein bisschen weiter, wenn ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt habt, euch so einen alten Drilling gebraucht zu kaufen, sei es als Einstieg in die E-Mobilität oder sei es vielleicht sogar als Ergänzung zu eurem Erstelektroauto, was ihr schon habt. Schreibt es doch mal ruhig runter in die Kommentare, wie euer Use Case ist. Vielleicht habt ihr ja euch auch schon so einen gebrauchten Drilling gekauft und wie sind da eure Erfahrungen? Habe ich Quatsch erzählt oder kommen eure Erfahrungen so hin? Also ich bin wie immer, das wisst ihr, sehr gespannt auf eure Meinungen und eure Erfahrungen mit diesem Wagen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag heute noch. Schönen Dank fürs Zugucken. Ich mach's kurz. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.